MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, meine Freunde, wir sind auf einem der neuen Hauptteams, will ich es mal nennen. Und ja, da ist mir gar nicht aufgefallen beim letzten Spiel, da haben sich die Jungs hier ganz schön verletzt. Ich weiß nicht, irgendwie bei FIFA 13 war das auch mal so der Fall. Es gab mal so eine Phase, da waren auf einmal viel mehr Verletzungen wieder da. Vielleicht ist diese Phase jetzt auch wieder eingetreten, weil ich glaube, davor in dem Spiel hatte sich Lavezzi auch schon verletzt. Und eigentlich benutzen wir ja relativ sehr selten irgendwelche Verletzungskarten. Naja, das wird sich vielleicht nochmal rausstellen. Aber ich habe mir gedacht, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, wir haben jetzt die ersten beiden Episoden am heutigen Tage haben wir mit diesen Hauptteams gespielt. Dann spielen wir doch einfach nochmal mit dem Silberteam. Das passt vielleicht nochmal ganz gut rein. Ja, nicht mehr mit dem Super-Hybrid-Team, sondern mit diesem hier. Und da würde ich sagen, gönne ich den Jungs einfach mal eine Fitnesskarte. Haben sie sich mal verdient. So, gibt's hier oben drauf. Vielleicht werde ich nach diesem Spiel auch mal anfangen, so ein bisschen Verbrauchsobjekte zu verticken. Muss ich mal schauen. So, dann suchen wir uns jetzt mal hier einen Gegner. Könnte mal wieder ein bisschen länger dauern, weil ich werde immer noch nicht über VPN spielen. Es ist schon besser geworden, aber ich will es einfach nicht riskieren, dass ich dann wirklich in der 70. Minute den scheiß VPN-Disconnect bekomme, rausfliege und mich dann wieder aufrege. Und so geht's ja auch. Es dauert nur ein bisschen länger. Ich glaube, die letzten Male war es gar nicht so schlimm. Ich glaube, da musste ich noch nicht mal cutten. Also das ging wirklich relativ schnell. Jetzt geht's hier ums Halbfinale. Ich hoffe mal, das geht ähnlich schnell. Aber ich glaube, das wird hier vielleicht ein bisschen länger dauern. Weil Halbfinale sind natürlich ein bisschen weniger Leute. Naja, vielleicht greift er dann im... Ja, vielleicht geht's auch doch direkt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Trikots passen. Können wir hier loslegen, sehr schön. Gegen Alomar oder sowas in die Richtung. So schnell hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. 82er Rating und mal wieder ein relativ High-End-mäßiges Premier League Team. Mit Eto'o, Persi, Nasri, dann haben wir einen André Schürrle, Navas, dazu Touré, Lewis, Kompany, Richards, Clichy und Cech. Joa. Ich würde mal sagen, das sieht mal relativ ordentlich aus. Und es ist mal wieder eine Bewährungsprobe für die Jungs. So, Persi will hier einfach mal durchgehen. Aber nicht so einfach, bitte. So, Koulibaly macht das im ersten gut. Jetzt haben sie es da irgendwie zu dritt hinbekommen. Und jetzt hier laufen wir über die sehr schön. Da ist halt ein bisschen sehr krass rausgerückt hier unser Kollege. Ah, fuck. Scheiße, das sah mir zu gut aus. Ihr habt es vielleicht gesehen. Er hat Kompany nämlich mit auf die Außen gezogen. Wow. Wow. Also er ist so einer, der auf jeden Fall sehr krass auf den Ball geht. Das dürfte nichts werden. Nee, wird auch nichts. Habt ihr vielleicht gesehen. Er hatte sehr wenig Zeit, den Ball zu halten. Das könnte ein Späßchen werden hier gegen den Kollege. Na. Nicht so ordentlich, Kollege. So, Ruben Garcia. Na, holst du dir den Ball? Ach, er kommt also an diese zweiten Bälle. Das macht er halt ganz gut, dadurch, dass er so Pressing... Boah, hätte mich das aufgeregt. Da ist unser Dreier unterm Ball durchgeflogen. Das wäre krass gewesen. Und da haben wir auch ein bisschen sehr viel Glück gehabt jetzt hier in dieser Situation. Eieiei, scheiße. Ich spiele gerade übelsten Murks zusammen und verliere hier als den Ball. Auch wenn er natürlich irgendwie an jeden Ball direkt wieder drankommt. Das Einzige, was ich positiv einschätze... Was macht Jesse Rodriguez da? Habt ihr das gesehen? Als ob er mich ein bisschen verarschen wollte. So, hier durch auf Navas, aber Koulibaly ist am Start. Lass mal Ball durch, ja. Musste vorher auf den Ball zugehen. So, abseits hier. Boah, da muss ich mich jetzt mal ein bisschen pushen. Also aktuell spielen wir halt relativ wenig hier in dem Spiel. Sehr wenig sogar. Mal gucken, ob der ankommt. Bitte. Ja, kommt er. So, Cedric, sehr schön gemacht. Ich bin hier nochmal in die Mitte. Jetzt nehmen wir außen mit. So, Jesse, dann lauf mal da. Ball durch. Ey, will der mich verarschen? Ich glaube, Jesse Rodriguez kann keine Bälle durchlassen. Jetzt ohne Scheiß mal. Oder könnt ihr mir verraten, was der da immer macht? Weil eigentlich laufen die Leute ja dann hinterm Ball her. Aber Jesse Rodriguez macht das eher nicht so. Der lässt den einfach durch, aber läuft nicht hinterher. Das habe ich ja noch bei keinem Spieler gesehen. Aber vielleicht gibt es echt welche, die das nicht können. Hier unterm Ball durch. Puh. Und Van Hout. Da wurde mir der Abwehrspieler auch schon wieder abgewählt, der gerade an ihm dran war.
Und dadurch kam er dann auch zum Abschluss, sonst hätten wir eigentlich klären können. So, hier rausgespielt, Jesse Rodriguez. Was macht der denn? Ja, ich weiß, dass ich das eingebe, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich eine richtige Schusstäuschung eingegeben habe. So, Jesse Rodriguez zieht hier durch, jetzt die Flanke in den Rückraum, da steht Gardner und ja, ohne Scheiß, Gardner ist halt so abgefuckt eiskalt, der Kerl, der steht halt immer perfekt. Das ist mal wieder irgendwie in dem Spiel, mit diesem Team haben wir immer so Spiele, wo der Gegner am Anfang echt sehr, sehr gut spielt und es eigentlich nicht verdient ist, dass wir 1-0 führen, aber bisher lief es dann danach immer ganz gut. Schauen wir mal, Jevren, aufpassen hier, sehr schöne Schusstäuschung, nochmal die Flanke, hinten steht Akbon Lahor. So, aufpassen hier, Schürrle. Jetzt geht es nämlich wieder schnell nach vorne. Samuel Eto'o. Jetzt habe ich mir gedacht, dass er den hier wieder durchstecken will. Deswegen bin ich mal gleich mit dem Livermore hier. Oh, das war knapp hier. Und Ball durchlassen. Ja, der kann das, der Jevren. Habt ihr das gesehen? So lässt man nämlich eigentlich einen Ball durch. Und nicht so, wie Jesse Rodriguez das gemacht hat. Oh, Jevren, den finde ich unglaublich stark. Also, wenn ihr den noch nicht gespielt habt, testet es mal aus. Und... was macht Gardner? Wieso macht er so einen komischen Schuss? Ich habe natürlich keinen Finesse gedrückt. Das wäre ein perfekter Spot für ihn gewesen, um mal seine Fackel rauszuholen. Die hat er nämlich. So, Persi. Haben wir... ja. Haben wir dann hier ein bisschen später. Ja, das war hier ein bisschen dumm mit Ball durchlassen. Hätte ich den Ball einfach annehmen sollen. So, sehr schön von Gardner gemacht hier. Erobert den Ballbesitz. Ja, der ist natürlich nicht der schnellste. Aber hier kurzer Haken und drüber gesteckt auf Jesse Rodriguez. Und der macht den... sehr nice. Sehr nice. Fuck it. Das Team ist einfach unglaublich stark, was die Offensive angeht. Im Gegensatz zu unserem Inform-Silber-Team machen die Jungs halt wirklich alle Dinger rein. Die machen auch Halbchancen rein. Das ist einfach zu geil. Ja, wie gesagt, 2-0 ist wegen der Anfangsphase hier noch nicht verdient. Aber nachdem wir unser Tor gemacht haben, haben wir eigentlich nichts mehr zugelassen. So, Ruben Garcia hier durch auf den Gardner. Sehr schön. Gardner ist durch. Und jetzt bringen wir wieder die Flanke, wenn er sie irgendwann bringt. Und da bringt er so und das Livermore und Livermore nochmal. Nein, leider nicht. Ah, da hätte der Livermore auch mal was Gutes tun können. Na, hier kommen wir leider nicht. Doch, Gardner, alter Vater. Ohne Scheiß, einige haben mir vorgeschlagen, dass ich doch Gardner rausnehmen soll für Delph oder so. Aber ohne Scheiß, achtet man nicht nur auf den Pace. Gardner ist so unglaublich stark. Der ist hinten zu finden, der ist vorne zu finden. Und das macht ihn einfach so krass stark. So, jetzt hier nochmal auf die Seiten, auf dem Jevren. Müssen wir ihn nochmal in die Mitte ziehen, aber David Lewis holt sich das Bällchen. Aber vielleicht kriegen wir den zweiten Pop-Up-Ball. Ne, den schießt er direkt raus. So, sehr schön. Jesse Rodriguez, sehr geil. Und, ach, ey, ohne Scheiß, ist ein Traum mit den Jungs da vorne. Ist einfach nur ein Traum. Die sind so unglaublich eiskalt. Hier ist der Aki perfekt in die Lücke gelaufen und der macht den halt wie, als ob er einen 100er Schuss hätte. Muss man ehrlich sein, das ist richtig krass. Das ist das erste Silberteam, was mir in FIFA 14 gefällt. Und selbst wenn ich jetzt danach zwei Niederlagen bekomme, jetzt nur mal als Beispiel mit dem Team, scheißegal. Das ist jetzt definitiv ein Team, was mir richtig gut gefällt. Schade jetzt von Jevren, aber der macht ihn einfach im Nachhinein. Das ist unglaublich, ohne Scheiß mal, wie dieses Team abgeht. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe auch, glaube ich, 3, 4, 5 Mal gelesen, dass Leute das Team nachgebaut haben und alle nur positiv, mit positiven Meinungen über das Team. Genauso wie ich. Einfach unglaublich krass. Also die Abwehr spielt einfach stark und über den Angriff muss ich mich, glaube ich, nicht unterhalten. Also aktuell, es ist ja noch eine Halbzeit danach zu spielen, stehen wir bei 3 Spielen und 15 Toren. Also ich glaube, der Angriff muss sich da definitiv nicht verstecken. José Angel. So, jetzt läuft der Angel auch mal vorne mit. Hier unser Inform. Kann der schießen? Schade. Wollte ich gerade reinchoppen. Jetzt geht's hier über die Außen. Jetzt ist der Angel natürlich nicht da. Aber das habe ich mir hier gedacht. Das ist aber gefährlich. Aber die machen das. Einfach im Doppelpack. So, Livermore. Ja, Aki. Und da vorne ist wieder hier die Lücke für Ruben Garcia. Vielleicht macht der auch mal ein Ding. Ach du Scheiße, meine Güte, ich weiß echt nicht, was ich zu dem Team sagen soll. Das, ey, sowas habe ich auch noch nie mit einem Goldteam erlebt. Das ist unglaublich, wie dieses Team die Gegner abfackelt in der Offensive. Da trifft irgendwie jeder Schuss bei dem Team, das ist unnormal. Alter Vater, alter Vater. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll.
So, laufen wir hier drüben durch. Ah, schade, geht nicht durch, aber ist auch meine Schuld, weil ich habe leider Gottes die Pass-in-Lauf-Taste ziemlich durchgedrückt und der Pass war ja relativ kurz. Ah, schade, wir kriegen nicht noch einen Angriff. Ja, 5:0. Also ich muss halt sagen, nach unserem ersten Tor sieht man jetzt auch in der Statistik, haben wir ihn dann halt schon ziemlich gemacht. Die ersten 10 Minuten gingen voll an ihn, will ich gar nichts gegen sagen, aber danach haben wir dann halt hier das Heft in die Hand genommen und ja, den Gegner mal wieder ziemlich zerstört. Bäm, Alter, das Team ist geil. Das Team ist einfach nur geil und das wird ein Team sein, was wie zum Beispiel das Non-Red-Team bleiben wird. Weil ich meine, kostet ja heutzutage nichts mehr Silber. Deswegen geht das klar. Oh, Jesse Rodriguez. Fuck, schade. Da hätte der Rodriguez mal wieder ein Türchen machen können. Aber ich meine, hat er ja schon eins gemacht, dieses Spiel, glaube ich. Oder zwei, keine Ahnung. Und vor allem, es sind halt so viele, ja, offensiv stark. Das heißt, es macht Gartner. Der hat als ZM 3 Spiele, 3 Tore. Akpon Lahore als Mittelstürmer hat auch schon genug Tore. Jetzt flanken wir mal hier. Und, ach du Scheiße. Ja, das ist dann natürlich irgendwie bezeichnend. Die Jungs sind unglaublich stark, machen aber, wenn das Tor leer ist, machen sie das Ding dann nicht rein. Nee, eigentlich hätte er das natürlich gemacht. Ich glaube, es lag auch an mir, weil ich habe beim Schuss die Drick-Taste gedrückt, weil ich dachte, dass er vielleicht einen Seitfallzieher oder so eine Scheiße macht. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es deswegen nicht reingegangen ist. Kann natürlich normalerweise auch nicht reingegangen sein, keine Ahnung. Aber ist ja auch Latte, wir führen hier 5:0, da muss ich mich nicht aufregen. So, schön durchgelassen. Akpon Lahore. Boah, der hat auch Fackeln drauf, der Junge. Schade. Wird hier gehalten von Peter. So, Cedric mit der Ecke. Kommt gut. Da kommt der Tschech aber gerade so noch raus. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er ihn rausgeholt hat. Und ja, hier Gartner holt sich den Ball und wird ihn schippen. Gartner 3 Spiele, 4 Tore jetzt, glaube ich, mittlerweile als ZM. Geiler. Geiles Team einfach nur. Unglaublich. So, also wenn ihr irgendwie ein richtig krasses OP-Team haben wollt, guckt euch an, wie tilty der Gegner ist, dann baut das Team halt einfach nur nach. Richtig geil, da kann man halt hier die großen Premier League Teams richtig schön verarschen mit. Ah, das macht, sowas macht natürlich Spaß. Im Gegensatz zu dem anderen Silber-Team, unser Inform-Team, Aki, ja, ich habe einen Lupfer rausgeholt, aber wurde leider noch geblockt hier. Ja, kriegen wir sogar einen Freistoß. Den fackeln wir ihn jetzt auch noch rein. Was haben wir denn? Gartner ist, glaube ich, der Beste. Ja, José Angel ist auch gar nicht mal so schlecht. Und ich glaube, links... Obwohl, ich schieße den einfach mal flach. Aber wo flach? Gartner! Schade. Leider zentral auf dem Keeper. Oh. Ich dachte, der geht ins Aus. So. Den will er hier rausspielen, macht er auch. Jesus Navas, aber Kara ist halt da. Muss ich dir gar keine Gedanken machen. Ball durchlassen, Aki. So, Akpon Lahore. Boah, der hat auch... Das war gar nicht mal so super von mir abgeschlossen, weil ich hätte noch einen Schritt gehen müssen und trotzdem kommt so eine hübsche Fackel raus. So, Cedric, er holt einen Torwart erst raus, aber dann zieht er wieder zurück. So, Peter Cech. Ja, der Gegner ist halt nur noch auf Tilt, weil der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, dass er hier ein easy Game hat. Ja, Ruben Garcia ist auf dem Rechten anscheinend nicht so begabt. Naja, ist ja nicht schlimm. Bei 7:0. Nee, der Gegner hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, wird vielleicht nicht ganz so schwer gegen Silberteam. Ja. Hat sich dann aber als anders bewiesen. So, da ist Livermore. Und hier nochmal in die Mitte. Aki Lahore. So, oh, Aki, dann können wir finessen hier, ne? Ja, klar. Akpon Lahore macht sein nächstes Ding. Wir wollen den Jungs jetzt natürlich auch ein bisschen was für die Statistik schenken. Ah, ich liebe es, wenn ich Gegner auf richtig Tilt bringen kann. Und ich muss sagen, das ist mir in FIFA 14 nicht annähernd so oft gelungen, wie noch in FIFA 13. Jesse Rodriguez. Komm. Oh, schade. Hätte er sich jetzt verdient hier nochmal. Ich gehe jetzt natürlich auf jedes Tor hier. Also ich werde, das war zu eng ans Tor. Ich werde jetzt nicht dumm rummachen, sondern ich werde hier schön Tore machen. Dann sieht die Statistik im Endeffekt schöner aus. So, Jeff Renn, der hat sich noch einen verdient. Ja, sehr schön. Die machen alle ihre Dinger rein. Komm, machen wir es zweistellig hier. Sollte eigentlich drinne sein in dieser Zeit. Jetzt macht er wahrscheinlich Eigentore, weil er jetzt richtig angepisst ist. Ach, Kollege. Ist schon scheiße, ne, auf den Sack zu kriegen. Vor allem mit so einem Team. Oh, da läuft der Peter ins Tor.
Naja, was willst du machen? Ich kann es ihm auch kaum übel nehmen. Also ich meine, erste Halbzeit stand es, glaube ich, 5-0, ne? Oder 4-0? Weiß nicht, ich glaube 5-0. Und ich glaube auch, da hat er sich schon keine Hoffnung mehr gemacht, dass er da noch irgendwas holen wird. Und deswegen will ich ihm das jetzt gar nicht mal übel nehmen, dass er jetzt hier Faxen macht und nicht mehr spielt. Weil ich meine, holen wird er hier ganz sicher nichts mehr. So, was ist Jeff Renner eigentlich für... Ah, scheiße, diesmal habe ich nicht drauf geachtet, dass er einen Torwart rausholt. So, und jetzt hier nochmal Livermore auf die Außen und jetzt holt er bestimmt wieder ein Torwart raus. Ganz genau, und deswegen macht Jeff Renn sein nächstes Ding. Ja, Innenpfosten rein, sehr schön, der braucht nämlich auch noch ein paar Buden hier. Ja, okay, wir verfälschen die Statistik jetzt natürlich ein bisschen. Aber, na gut, wenn wir jetzt die Statistik anpeilen würden, wären das 3 Spiele und 22 Tore. Jesse Rodriguez, mal mit dem Linken, ohne Schussvorbereitung, kann man mal machen. So, Peter, spielt uns hier fast, oder spielt er uns in die Füße? Ne, nicht ganz, aber Gardner fängt ihn natürlich ab. Hier abgelegt, Livermore, der hat noch keinen. Aber jetzt macht er auch keinen. Ah, jetzt macht David Lewis selber einen, hä? Ne, noch nicht. David Lewis ein bisschen am Skilly Vanillin. Ah, macht der hier richtig schön. Skillt er uns aus vom Feinsten. Aber jetzt ist Jesse Rodriguez dann doch wieder am Ball und macht den Finesse leider am Tor vorbei. Okay, war schon wieder ein geiles Spiel mit dem Silberteam. Ich habe echt gedacht, scheiße ey, du hast das Team so gehypt. Vielleicht war das jetzt echt nur ein bisschen Luck in den ersten Spielen. Aber ich bin der Meinung, jetzt nach 3 Spielen kann man sagen, dass die einfach vorne vor allem richtig eiskalt sind. Und dieses Video könnt ihr mir gerne vorlegen, wenn ich über das Team heule. Aber ich werde über das Team nicht heulen. Weil das ist wirklich jetzt so ein Team, das wird bestehen bleiben. Und die laufen auch so unglaublich geil. Jeff Renn, scheiße, hätte ich nicht den Lupfer wählen sollen. Hätte ich einfach schießen sollen, Finesse zum Beispiel. Naja, ist ja auch Latte. Dieses Team wird bleiben, definitiv. Macht einfach nur richtig Fun, das Team. Und wenn ich sage richtig, dann meine ich richtig. So, komm, gib mir noch einmal einen Ball, Kollege. 12-0 sieht nämlich schöner aus. Ich glaube, jetzt will er mir nicht mehr geben. Doch, jetzt. Jeff Renn. Ein bisschen hier am Stribbeln. Und schade. Kommt der Tschech gerade noch in den Schuss rein. André Schürrle, Sam Nasri. Ah, haben wir natürlich. Also, mit sowas kannst du mir hier nicht kommen. Ruben Garcia. Ach, der ist Linksfuß, ne? Ah, schade. Ich wollte jetzt eigentlich mal einen Longshot machen. Dann hier mal auf den Gardner, weil der kann Longshots. Ja, okay, ist jetzt Tor natürlich frei, aber naja, Gardner, den kann man immer noch mal einen gönnen, weil das ist wirklich auch ein unglaublich starker Kerl. Also ich habe schon mal gesagt, ich würde eher Livermore rausmachen als Gardner, weil Gardner ist hinten vorne, der ist halt überall und unglaublich torgefährlich. Also als ZM musste erstmal so viele Tore machen. Akpon Lahor, schade, kommen wir nicht mehr noch zu noch einem Tor, aber Livermore, jetzt macht Livermore sein Tor. Ja, er macht es tatsächlich. Und das aus 40 Metern oder so. Joa, ich würde mal sagen, das Team läuft wirklich. Ich meine, man muss halt sagen, bis zum 5-0 hat er gespielt. Und wir haben trotzdem 5 Tore oder 6-0 sogar. Ich glaube, er hat sogar bis zum 6-0 gespielt. Und erst danach hat er aufgehört zu spielen. Natürlich hätten wir normal, wenn er normal gespielt hätte, nicht 13-0 gewonnen. Aber ich glaube, 6-0 wäre da schon mit normalem Spielverlauf auch wieder drin gewesen. Und das wiederum sind 17 Tore in 3 Spielen von dem Team. Wir gucken uns gleich nochmal die Einzelstatistiken an, die jetzt natürlich ein wenig verfälscht sind. Will ich gar nichts gegen sagen. Das ist logisch. Jesse... Komm, holen dir noch einmal. Vielleicht noch ein Tor. Noch ein Tor. Oder vielleicht macht er noch einen Ehrentreffer. Livermore. Komm, eine Chance kriegen wir jetzt noch. Schade, da wird er hier aufgehalten. Jetzt Akpon Lahor, der macht jetzt noch einen. Und er geht rein. Nein, jetzt quittet er. Passt auf. Er macht 100% so einen Quitt. Nee, bis jetzt macht er noch nichts. Ich hoffe mal, er macht nicht so einen Scheiß, dass wir rausfliegen oder sowas. Dann kotze ich. Das wäre richtig ärgerlich jetzt, das muss man sagen. Aber naja, wir warten es mal ab jetzt hier. Gut, das Spiel ist zu Ende. Also sollte jetzt alles so zählen. Schnell raus hier. 14-0. Gut, normal wäre das Spiel, würde ich mal sagen, 6-7-0 ausgegangen. Und ja, gut. Hübsches Spiel gewesen. Und die Jungs, die haben mal wieder richtig gepusht. Und das Team ist einfach nur unglaublich geil. Ja, die Torliste, die kannst du kaum überblicken. Gucken wir gleich mal rein, wer die einzelnen Buden so geschossen hat. Aber vor allem, ich muss sagen, die Leute, die mir vor allem auffallen, die zeige ich euch gleich auch nochmal in dem Team,
Es gibt natürlich auch kleine, was heißt Schwachpunkte? Ich will sie auch gar nicht Schwachpunkte nennen. Ich will eher sagen, die vielleicht nicht so übertrieben OP sind wie die anderen. Guckt euch das an. Gardner, Livermore und Akpon Lahore 9,9. Livermore Spieler des Tages, okay. Rodriguez 2 Buden, Akpon Lahore 3 Buden, Gardner 3, Livermore 1, Jeff Rent 3 und Ruben Garcia noch eine. Torvorlagen gab es von Rodriguez, Akpon Lahore, Livermore. Diesmal ist Livermore abgegangen mit Vorlagen. Na gut, okay, ich weiß halt nicht, ob das erst gegen Ende war. Cedric, Gardner und Ruben Garcia. Schüsse aufs Tor, ja. Gardner fast mit den meisten. Erfolgreiche Pässe, Gardner 16 von 16. Unglaublich stark der Junge. Aber auch unser Sturm mit wirklich guten Passwerten. Dribblings gab es auch einige. Auch Gardner 5 von 5. Livermore 7, Akpon Lahore 17 von 18. Also es war schon wirklich sehr, sehr stark. Gewonnene Zweikämpfe, Rodriguez, alter Vater. What the fuck? Rodriguez hatte anscheinend 12 Zweikämpfe und hat davon 9 Stück gewonnen. Paraden und Fitness, yo. Gut, ich würde mal sagen, der wurde... ja, Statistik... Gut, Statistik ist jetzt natürlich auch ein bisschen darauf abgezielt, weil der Gegner am Ende nur noch so Scheiße gemacht hat, das ist logisch. Aber wir machen mal hier schnell weiter, bevor ich noch irgendwo rausfliege. So, und was haben wir denn da? Da haben wir nämlich... ja, gehen wir mal weiter, war Halbfinale. So, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Rodriguez aktuell 3 Spiele, 9 Tore, 4 Vorlagen. Also einfach mal 13 Scorerpunkte in 3 Spielen. Akpon Lahore 3 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, 7 Scorerpunkte. Gardner 3 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen, 7 Scorerpunkte. Der Livermore hat jetzt 3 Spiele, 1 Tor, 4 Vorlagen. Jevren hat 3 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen. Und Ruben Garcia 3 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen. Und ich muss einfach sagen, vor allem die Innenverteidigung ist unglaublich stark. Die Außenverteidigung, ich weiß es noch gar nicht so genau. Ich glaube, die sind auch stark. Aber ob die unglaublich stark sind, muss ich erst noch testen. Innenverteidigung ist wirklich unglaublich stark. Vor allem der Kerl hier, Mbuji. Der ist mal ein unglaubliches Biest. Ich habe sowas kaum im Goldbereich gespielt. Das ist wirklich so ein Thiago Silva des Silberbereichs. Nur, dass der dazu auch noch 1,92 groß ist. Und für den Preis... Pah, alter Vater, das ist ein unglaubliches Tier. Mehr kann man dazu nicht sagen. Jeff Renn, richtig geiler rechter Mittelfeldspieler, richtig geiler. Sein Dribbling ist gut, sein Pace kommt mir um einiges besser vor. Sein Passwert ist richtig gut, der schlägt richtig pornöse Flanken. Dazu kann er wirklich, ja wie gesagt, sehr gut dribbeln. Aber auch sein Schuss ist richtig ordentlich. Und erst ein Linksfuß auf rechts. Dazu dann wirklich Akpon Lahore richtig stark. Man sieht das nämlich in den Spielen. Er hat nämlich zum Beispiel im ersten Spiel, glaube ich, kein Tor gemacht. Dafür aber Vorlagen und vor allem richtig viele gute Pässe gemacht. Akpon Lahore auch richtig stark. Jesse Rodriguez da vorne einfach ein Biest. Der macht mit dem Kopf alles rein, mit dem Fuß alles rein. Kann dazu skillen. Hat ein richtig nices Dribbling. Also richtig starker Kerl und wirklich fast die Überraschung des Teams. Ich meine, bei so teuren Spielern wie den beiden kann man sich ja sozusagen erwarten. Aber die richtige, ja, sozusagen die Sensation des Teams ist hier dieser 68er Gardner mit nur 57 Pace. Der Kerl ist mit seinen 1,88 hinten, vorne, überall. Wenn er schießt, ist das Ding im Tor drinne. Dazu räumt er halt wirklich hinten gut ab, setzt sich vorne gut durch, bringt gute Pässe, hat einen richtig guten Schuss mit 78. Also wirklich ein absolutes Biest, der Junge. Und der kostet 850 Coins. Die, ich will nicht sagen Schwachpunkte, aber die, die nicht so auffallen im Gegensatz zum Rest zum Team, im Gegensatz, ja... zu dem Rest vom Team. So, jetzt haben wir es. Sind Ruben Garcia. Allerdings ist er jetzt auch kein schlechter. Aber er fällt schon ein bisschen ab im Gegensatz zu den anderen Jungs. Und Livermore. Aber bei Livermore bin ich mir nicht so sicher. Bei Ruben Garcia bin ich mir sicher, dass er schon einen Ticken abfällt zu Jeff Renn, Gardner, Akpon Lahore, Rodriguez. Jetzt nicht was Tore oder Vorlagen angeht, sondern auch, der spielt sich einfach nicht so OP wie die anderen. Aber... der Livermore, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das könnte sogar sein, dass der ein richtig wichtiger Faktor im Spiel ist, weil so Spieler, die gar nicht, auch nicht negativ auffallen, sind meistens gar nicht mal so schlecht. Und deswegen
werde ich den auch erst noch mal ein bisschen weiterspielen, weil ich glaube, der räumt schon ganz gut im Mittelfeld auf und ist gar kein schlechter. Deswegen werde ich den erstmal weiter dem Herrn Delph vorziehen. Wie gesagt, feste Positionen haben hier sowieso erstmal Innenverteidiger, Torhüter, Gardner, Akpon Lahor, Jesse Rodriguez, Jeff Renn und eigentlich auch die Außenverteidiger. Das heißt, die einzigen Positionen, die ein bisschen vakant sind, sind vielleicht Livermore und Ruben Garcia. Aber auch die sind jetzt, wie gesagt, nicht die schlechtesten. Ich denke mal, ich werde mir fürs linke Mittelfeld, da gab es ja einige Spieler, da werde ich mir nochmal 2, 3 andere holen, die kosten ja alle nichts, und werde die einfach mal nach und nach testen. Vielleicht fällt uns da noch was Besseres auf und somit können wir unser Team dann halt noch weiter verbessern. Livermore gibt es auch einige Alternativen, weil prinzipiell brauchen wir ja nur einen Engländer. Und, oder einen von Aston Villa zum Beispiel. Das ist doch Aston Villa, ne? Ja, klar. Und deswegen haben wir da eigentlich auch ziemlich viele Varianten, die wir da mal testen können. Und ja, müssen wir einfach mal gucken. Aber das Team ist einfach nur Beast. Ohne Scheiß, testet die Kacke einfach mal. Und, dann geht's rund hier. Unglaublich stark das Team und macht einfach nur pornös Spaß. Also das Team hat jetzt ein sehr starkes Silberteam abgefertigt und 2 High-End Premier League Teams abgefertigt. Und ich würde mal sagen, und vor allem, das Ding ist ja, es ist ja nicht so, dass wir mit dem Team immer nur irgendwie gewonnen haben. Zum Beispiel 2-0, 3-1, sowas in die Richtung. Das Team hat halt immer ein unglaubliches Offensivfeuerwerk abgebrannt und hat insgesamt, also wir haben jetzt, 14... Wir haben 25 Tore gemacht. Gut, ziehen wir von den 25 Toren einfach mal 8 Stück ab. Mache ich jetzt einfach mal, weil der Gegner eben komisch gespielt hat. Das wären 17 Tore. 17 Tore in 3 Spielen, aber ich glaube auch nur ein Gegentor. Oder? Ich glaube, wir haben nur ein Gegentor mit dem Team bekommen. Und ich würde mal sagen, das ist verdammt stark. Also auch was die Abwehrleistung betrifft. Und es wäre dann eine Torstatistik von 17-1 in 3 Spielen. Und ja, jetzt habe ich das Team, glaube ich, genug gelobt. Gebt den Jungs echt mal eine Chance. Wenn ihr wirklich die, ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen wird das Team 90.000 kosten. Also ohne Informs jetzt natürlich. Ihr könnt ja einfach die normalen Silberversionen nehmen. Die hatten wir ja vorher auch drin. Habe ich jetzt hier, glaube ich, sogar noch mit am Start. Irgendwo. Aber jetzt passiert hier gerade nichts. Aber ich habe jedenfalls die Silberversion von den Informs auch noch. Die hatten wir, glaube ich, beim ersten Spiel gespielt. Und das wird sich nicht bemerkbar machen. Das heißt, wenn ihr nicht die Kohle für die Informs habt, einfach die normalen Silberkarten holen und gut ist die Sache. Aber einfach nur richtig geil, dieses Team. Und ich muss sagen, dieses Team hat mir halt einfach den Spaß an Silber wiedergebracht. Ihr wisst jedenfalls, wenn ihr in FIFA 13 schon dabei wart, wie geil ich auf die Silberteams war. Zum Beispiel Silber-Bundesliga. Ich habe das Silber-Bundesliga-Team geliebt. Ich glaube, wir haben mit dem Spiel, mit dem Team irgendwie 80, 90, 100 Spiele gemacht. Und ich habe mit dem Silber-Bundesliga-Team in FIFA 13 kein Spiel verloren. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war kein Spiel. Und es war halt übel OP und hat übel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich schon so ein bisschen geärgert, dass ich in FIFA 14 einfach nicht mit Silber klarkam. Ich sage extra nicht mit Silber klarkam, weil manche kommen ja mit Silber klar. Und deswegen, ich bin immer noch der Meinung, dass Silber schwächer geworden ist als noch zu FIFA 13. Da konnte man einfach nur, bei FIFA 13 musstest du einfach nur darauf achten, dass die Silberspieler Pace hatten. Und das war's eigentlich schon. Das klappt aber meiner Meinung nach in FIFA 14 nicht mehr so ganz. Da müssen auch andere Punkte sozusagen stimmen. Und ja, wenn die dann stimmen, was jetzt zum ersten Mal der Fall ist, nach, wie lange ist FIFA 13 jetzt draußen? 5 Monate? 6 Monate? Ich glaube sogar schon fast ein halbes Jahr. Und ich habe jetzt erst mein erstes Silberteam, was mir bombenmäßig gefällt. Und ja, das wird natürlich erstmal, wie gesagt, ich glaube, es wird sogar bis zum Ende bleiben. Weil scheiß auf die 90.000 Coins, die kann man mal so da rumliegen haben. Das geht schon klar. Und gebt dem Team eine Chance. Wirklich, wenn ihr die Kohle überhaupt, auch wenn ihr Silber scheiße findet, testet das mal aus. Also wenn ich das Team spielen kann, dann können das auch andere spielen. Und ja, jetzt ist meine Lobhudelei jetzt hier mal zu Ende. Wir nehmen jetzt nochmal ein bisschen Fitnesskarten mit, ein bisschen Heilung, ein bisschen Training. Was haben wir noch für Modifikator da? Na, erstmal hier Verletzungen, alle Attribute und dann noch ein rechter Flügel, rechter Stürmer. Sniper nehmen wir auch noch mit. Das war's dann jetzt aber auch mal. So, den Rest schmeißen wir weg, den brauchen wir nicht. Aber ansonsten wären wir, glaube ich, durch. Oder?
Ich gucke nochmal ganz kurz. Transferliste. Ach so, ja, da ist aktuell, glaube ich, noch Parolo und Lopez drauf. Genau, Parolo und Lopez sind jetzt noch drauf. Die anderen habe ich für richtig gute Preise wegbekommen. Mané hatte ich, glaube ich, für 107 gekauft oder 105 und habe ihn für 139 verkauft. Also sehr gut. Berardi habe ich für 75 gekauft und für 85 verkauft. Was hatten wir noch? Ach genau, Ari. Ari hatte ich, glaube ich, für 215 gekauft. Den habe ich für 240 verkauft. Alan habe ich für 130 verkauft, glaube ich. Müsste so gewesen sein. Und ich glaube, das war's schon mit den Informs. Oder? Ich überlege gerade. Lopez ist ja noch da. Parolo ist auch noch da. Ari, Alan habe ich gesagt. Und die Außenwinger, Mané und Berardi habe ich auch gesagt. Ja, doch. Also, ich habe, glaube ich, bei allen Spielern Gewinn gemacht. Außer bei Alan natürlich. Weil Alan hatte ich halt schon irgendwie einen Monat oder sowas. Und deswegen war der in der Zeit schon im Preis gesunken. Lopez hatten wir für 32.000 gekauft. Und ja, wo ich gestern geguckt hatte, war er, glaube ich, so auf 39.000. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich vielleicht da auch noch einen Ticken Gewinn machen kann. Und Parolo haben wir für 52 oder 57 gekauft. Und ja, da versuche ich jetzt mal den so für 65, 75 rum zu verkaufen. Schauen wir mal. So, das wäre es jetzt aber, glaube ich, wirklich gewesen. Ich bin durch mit der Lobeshymne und allem drum und dran. Ja, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.